Freunde, was geht? Es gibt richtig verrückte Neuigkeiten zu berichten, denn am Sonntag erschien wieder mal ein sehr großer Leak bei Rockstar Games, der jetzt aber nicht so viel Beachtung bekommen hat, da es sich um kein GTA 6 Leak, sondern um ein GTA 5 und GTA Online Leak handelt. Nichtsdestotrotz sind die Informationen davon super interessant, denn sie handeln nicht nur um das oft angesprochene Polizei-Update für GTA Online, sondern auch um ein nie erschienenes Singleplayer-Update für GTA 5. Und es wäre richtig nice, wenn du das Video mit deinen Freunden und Kollegen teilen würdest, weil es echt super brisante Infos sind, die uns Rockstar Games selber niemals verraten hätte. Also, los ging alles am Sonntag, denn dort postete jemand auf Twitter, dass die PDB von GTA 5 geleakt wurde. Und PDB steht für Program Debug Database. Das ist ein System, was man in der Spieleentwicklung verwendet, um in der Finalisierung das Spiel zu debuggen, also Spielfehler zu finden und diese auszubessern. Und das hat, wie gesagt, eine super große Datenbank an Infos, die während dieses Debuggens entstanden sind. Wo man jetzt aber genau diesen Leak findet, das hat der Twitter-Nutzer aus offensichtlichen Gründen nicht verraten, wenn man einfach mal bedenkt, wie oft Take-Two Anwälte beauftragt, um gegen geschütztes Eigentum vorzugehen. Nun jetzt aber auch mal zu der Auswertung von dieser großen Datenbank, denn jetzt kommen wir mal zum großen und oft gehörten Polizei-Update. Denn kurz zur Vorgeschichte, der ganz ursprüngliche Plan war ja mal, dass es gar kein Update sein sollte, sondern direkt von Anfang an in GTA Online dabei sein sollte. Vor vielen Jahren sind davon auch schon Fotos im Internet aufgetaucht. In der Originalfassung wäre die Map in GTA Online tatsächlich in verschiedene Territorien eingeteilt worden, wie wir es auch schon ganz ähnlich in GTA San Andreas gesehen haben. Wie wir aber alle wissen, konnte man in GTA Online nie auswählen, ob man jetzt Polizist oder Gangmitglied ist, was eigentlich wirklich schade ist, da es sehr interessant gewesen wäre, wie GTA Online dann im Jahre 2023 hätte ausgesehen. Glaubt ihr, es würde mittlerweile auch einen Polizei-Oppressor Mark II geben? Anyways, der Plan der Polizei wurde aber nicht gänzlich verworfen, sondern man entschied sich damals dazu, die Polizei als spielbare Einheit mit einem zukünftigen Update nach GTA Online zu bringen. Und im ersten Rona-Sommer 2020 sollte das Polizei-Update dann auch wirklich endlich erscheinen und spielbare Polizisten nach GTA Online bringen, aber dann passierte leider etwas absolut Unvorhersehbares, denn in den USA ist George Floyd gewaltvoll in Polizeigewalt gestorben, was seinerzeit zu sehr großen Aufständen geführt hat, und in der Konsequenz entschied sich dann Rockstar Games dazu, das Update kurz vor der Veröffentlichung doch noch zu canceln und es schlussendlich nicht zu veröffentlichen. Ein Bloomberg-Artikel begründet das übrigens mit der Entscheidung des Managements, die nicht wollten, dass dieses Update geschmacklos rüberkommt, denn kurz vor Release des Updates stirbt ein Mann in Polizeigewahrsam und kurze Zeit später kann man selber die Polizei spielen und in GTA Online andere Leute außer Gefecht setzen. Das kommt ehrlich gesagt wirklich nicht so cool rüber und ist auch nicht wirklich mit erwachsenem Humor, der typisch für die GTA-Reihe ist, zu begründen. Die Quelle sagte aber auch, dass es seitdem keine weiteren Pläne mehr gab, das Update schlussendlich doch noch in GTA Online zu veröffentlichen. Wenn man jetzt ganz leise ist, hört man aber schon die ersten sagen, Slack, das ist doch alles alter Stoff, den du hier erzählst. Wo sind die neuen Infos? Ja, die kommen jetzt, denn man muss ja ein bisschen die Vorgeschichte von diesem ganzen Polizeimodus-Update kennen. So, denn mittlerweile hat man ja den Datensatz vom Debuggen von GTA 5 und in diesem Datensatz findet man nur noch die verschiedenen Rollen, die man in dieser Version von GTA Online hätte spielen können. Denn man hätte tatsächlich Polizist, Räuber, Offizier, taktischer Polizist, also vielleicht sowas wie SWAT, Tech, Soldat, Enforcer oder auch Hacker sein können. Was diese ganzen Rollen aber dann hätten machen müssen, also was deren Aufgabe gewesen wäre, das weiß man leider nicht, da es darüber keine Informationen im Debugging gibt. Vorher aber kurz zum Sponsor des heutigen Videos. Ihr kennt doch alle Cheats in GTA, oder? Ah, echt schade, dass man im echten Leben nicht cheaten kann und immer alles so hinnehmen muss, wie es ist. Zum Beispiel, wenn man in irgendeinem öffentlichen WLAN-Netzwerk unterwegs ist, vielleicht in der Schule, im Bus oder sonst wo, aber es einfach diese nervigen Website-Sperren gibt und man dann einfach bestimmte Seiten nicht aufrufen kann. Jetzt stell dir aber mal vor, es gibt einen kinderleichten Weg, diese Sperren alle zu umgehen und trotzdem noch kostenloses WLAN zu nutzen. Das ist nämlich einer der vielen Vorteile vom VPN-Service NordVPN. Einfach die NordVPN-App auf dem Handy oder auch auf dem PC installieren, eine Wunschverbindung auswählen und zack, bumm, die Webseitensperre ist umgangen und ihr könnt komplett ohne Grenzen surfen. Ohne Quatsch, ich dachte auch immer, ein VPN zu benutzen sei extrem schwer oder so und man muss da irgendwie Hacker für sein, aber überhaupt nicht. Ich nutze NordVPN jetzt selber schon seit 4 Monaten und die App ist wirklich kinderleicht zu bedienen, auf dem Handy, aber auch auf dem PC. Geh also einfach auf nordvpn.com/slack und sicher dir 4 Bonusmonate für das 2-Jahres-Abo. Von allen Tarifen ist das nämlich das günstigste und das schönste ist, wenn du merkst, yo, ich bin doch unzufrieden, dann gibt's die 30-tägige Geld-Zurück-Garantie. Zu monatlichen Kosten und weiteren Vorteilen öffnen Sie die Videobeschreibung und klicken auf den ersten Link ganz oben.
Ah, okay. Teil des Updates wären aber auf jeden Fall auch noch neue Blitzgranaten gewesen, welche den Gegner blenden sollten. Davon sind sogar 2020 auf Twitter Aufnahmen veröffentlicht worden, als das Update ursprünglich mal erscheinen sollte. Des Weiteren hätte es auch noch einige Fähigkeiten für die Polizisten, aber auch für die Kriminellen gegeben. Man hätte so von der Map verschwinden können, Öl, profillose Reifen und auch EMP-Fahrzeugminen werfen können. All diese Dinge wurden dann erstmal verworfen, sind dann aber teilweise im Contract-Update veröffentlicht worden, nämlich mit Hilfe der Imani-Tag. Außerdem hätte es sogar Stachelminen für Fahrzeuge gegeben, also Stacheln, die die Reifen zerstören, Ramböcke für Autofronten und die Möglichkeiten, zu Fuß schneller zu rennen. In dieser Polizisten- oder Kriminellen-Hierarchie hätte man dann auch aufsteigen können und verschiedene Dinge freischalten können, ganz ähnlich wie wir das schon in der Arena vom Arena War DLC gesehen haben. So wie es aussieht, hätte man sich sogar XP-Boosts kaufen können, wobei nicht klar ist, ob man die dann mit GTA-Geld oder mit echtem Geld bezahlt hätte, aber so wie wir Rockstar Games kennen, wäre echtes Geld schon möglich gewesen. Zuletzt wurden vom Polizei-Update noch Verweise auf Luftunterstützung und eine neue Nahkampfwaffe gefunden, welche aber beide nicht näher spezifiziert wurden und deren genaue Ausführung daher unklar bleibt. Also, es ist jetzt leider, denke ich, safe to say, dass wir uns in GTA Online nicht mehr auf ein Polizei-Update einstellen können. Dafür ist mittlerweile einfach zu viel Zeit vergangen. Aber es gab jetzt ja nicht nur Informationen zu dem Polizei-Update in GTA Online, sondern auch zu einem geplanten GTA 5 Singleplayer-Update. Ihr wisst schon, das Update, was Rockstar Games selber auf dem Newswire im Jahre 2013 angekündigt hat. Und ja, der Newswire-Artikel ist bis heute noch online und bis heute wird immer noch ein Singleplayer-DLC versprochen. Denn in dem Datensatz fand man jetzt auch noch Verweise auf einen Jetpack, der im Singleplayer existieren sollte, und ihr wisst vielleicht, den Jetpack, den es in GTA gibt, der ist nur in GTA Online, nicht aber in GTA 5. Dies fand er nämlich heraus, dass der Jetpack mit der Singleplayer-Abkürzung SP gekennzeichnet wurde. Jeglicher Singleplayer-Content ist mit SP gekennzeichnet und der GTA Online-Content ist mit MP gekennzeichnet. Wir haben aber leider den Jetpack und das Singleplayer-DLC nie bekommen, sondern nur den Jetpack als Teil des Doomsday-Heists. Und lange dachte man, dass das Doomsday-Heist-Update nur das Singleplayer-Update für GTA Online ist, aber wie ein weiterer Dataminer unter dem Tweet verriet, haben das Singleplayer-DLC und das Doomsday-Heist-Update nur drei Räume, Clifford und den Jetpack gemeinsam. Der Rest wurde dann für GTA Online dazu erfunden. Auch hätte der Jetpack im Singleplayer komplett anders funktioniert als in GTA Online. Der ursprüngliche Jetpack wäre nämlich eher als Fallschirm zu betrachten gewesen, was die Steuerung, aber auch die Mobilität angeht, denn der finale Jetpack aus GTA Online, der steuert sich ja ziemlich wie ein Helikopter und wird ja auch im Interaktionsmenü genauso behandelt. Das hätte mir persönlich besser gefallen, da ich denke, dass sich der Jetpack aus dem Singleplayer-Update viel mehr wie der Jetpack aus GTA San Andreas angefühlt hätte. Dieser ist ja von der Steuerung auch komplett anders und meiner Meinung nach viel angenehmer. Diese neuen Daten aus dem Debugging helfen jetzt aber auch der Community zu verstehen, wie genau GTA 5 funktioniert, also abgesehen vom Disk rein und Spielstarten. Die Daten aus dem Debugging könnten nämlich beim Reverse Engineering helfen. Reverse Engineering ist wie ein Puzzle zu lösen, bei dem man versucht zu verstehen, wie etwas gemacht wurde, indem man es langsam auseinandernimmt. Es ist ein bisschen so, als würde man zum Beispiel eine Wanduhr auseinandernehmen, um zu sehen, wie sie genau funktioniert, um vielleicht sogar zu lernen, wie man etwas Ähnliches selber herstellen kann. Des Weiteren ist es auch noch unklar, ob sich das irgendwie auf die Cheater- und Hacker-Szene auswirken kann, aber viel schlimmer kann eigentlich GTA Online auf dem PC auch gar nicht mehr werden, deswegen ist das auch egal. Okay, mehr Relevantes zu GTA 5 und GTA Online ist jetzt in dem Leak nicht mehr enthalten. Wie sieht es denn dabei jetzt bei dir aus? Hättest du gerne die Polizei gespielt oder glaubst du vielleicht, dass Rockstar Games dieses Polizei-Gang-Prinzip in GTA 6 online umsetzen wird? Da würde man ja sehr wahrscheinlich wieder bei Null anfangen und dann würde es sich ja anbieten, entweder zur Polizei zu gehen oder doch lieber ein bisschen kriminell zu bleiben. Würde ich jetzt Kabarett auf Phoenix machen, dann würde ich sagen, dass es ja beides dasselbe ist, aber mache ich ja nicht. Schreibt mir das auf jeden Fall alles gerne in die Kommentare. Ich bin schon sehr gespannt drauf und bis wir uns jetzt auch wiedersehen, würde ich sagen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao.